Ja, Messgerät angehängt. CO2 ist wichtig, darf nicht über 500 Milligramm sein und wir sind bei 200 Milligramm Kubikmeter. Nicht schlecht. Ja, die Heizung läuft sauber, gut. Da muss gar nicht viel verstellt werden. Das ist ja auch ein Qualitätszeugnis. Ja, und liebe YouTube-Freunde, wie ihr seht, ich habe eine neue Mütze von der Aluther geschenkt bekommen. Sie haben gefunden, meine alte sieht langsam ein bisschen schäbig aus. Und darum haben sie mir eine neue zugesandt. Einen recht schönen guten Dienstagmorgen, der 13. Februar, wünsche ich dir, Bauerhausi, willkommen auf meinem Kanal. Ja, ihr habt gesehen, schönes Wetter, wunderbar, Sonne scheint, Heizung läuft, Messgerät angehängt, dann sind wir bereit für Donnerstag, die Messung, die ja das Problem nicht das CO2 ist, sondern der Feinstaub. Ja, und schon eingestellt. War keine große Sache, es hat alles gestummen. Das ist schön. Und er geht weiter. Zur nächsten Heizung, denke ich. Ja, und jetzt im Wald, der Spar fällt uns da Saumbuchen, die wir nicht selber fällen wollten, weil da Hanglage ist, schwierig zum Rausnehmen. Da lassen wir den Spezialisten arbeiten und er möchte jetzt beginnen und mache da einen Augenschein. Hier diese Buchen, die da raushängen. Das sind jetzt noch eine kleinere, die werden nur noch größer da. Thank you.
Ja, das gibt dann Licht und es ist Jungwuchs da. Da kann was wachsen nachher. Gut. Und viel sicherer, als wir im Hang Buchen von außen nach innen ziehen, ist immer eine schwierige Sache. Und dann liegen sie verkehrt und raufziehen. Und sie haben einen starken Kran, können zerschneiden, wenden, aufladen und raus. Ja, wir sind da am Grenze suchen. Mein Kollege, der Martin, hat ja da ein Stück Wald und wir wollen seine Bäume nicht fällen. Und geht da irgendwie rauf die Grenze. Ja, und mit diesen Bildern verabschiede ich mich. Das war's vom Dienstag, 13. Februar. Und übrigens, morgen werden wir dann Mist rausführen. Das ist das nächste Video, der da geplant ist. Ich wünsche euch einen schönen Tag und man sieht sich. Tschüss zusammen. Ciao, ciao, ciao.